herzlich willkommen hier bei mir auf YouTube. Wir haben wieder was zu naschen, was zu unboxen. Die Vernasche die Welt Box ist bei mir ins Haus geflattert. Stand auch schon wieder, wie immer, den ganzen Vormittag, Mittag im Kühlschrank, falls da irgendwelche Schokoladenprodukte oder Getränke drin sind. Und ich würde sagen, ich brauche noch mein Kneipchen. Wir machen die Box mal auf und schauen auch direkt mal rein. Ich bin noch nicht gespoilert worden bezüglich des Inhaltes. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommt. Ich habe mittlerweile, es tut mir leid, liebes Vernasche die Welt-Team, eure Facebook-Seite deabonniert. Ich folge ihr nicht mehr, weil mir da einfach zu viele Spoiler drauf sind. Ihr kündigt die neue Box an und zeigt auch schon gleich den Inhalt. Und für mich als Unboxer, ich möchte nicht wissen, was da drin ist. Das ist so der Hintergrund bei einem Unboxing. Ich möchte es einfach nicht wissen. Deswegen habe ich das Ganze wieder deabonniert. Einfach nur, um nicht gespoilert zu werden. Tut mir leid. So. Wir haben diesmal eine Box aus... Oh, okay. Das sieht mir schwer nach Japan aus. Schaut mal. Ne? Kann man als japanisch durchgehen lassen. Und die Auflösung folgt auch direkt auf dem Fuße. Es ist... Ups, so. Es ist Japan. Sehr schick. Auch wieder ein cooles Deckblatt. Schön gemacht. Cool. So, wir beginnen wie immer vorne in dem Heftchen. Und ja, die anderen... Nasch-Community, die brauchen wir nicht zeigen. Da liegt ein Hund und eine Katze auf der Box. Naja, gut, okay, alles klar. Wir fangen an mit den Fakten zu Japan. Die Hauptstadt ist Tokio, Amtssprache ist Japanisch. Einwohnerzahl sind 127 Millionen Menschen. Typisch japanisch ist Sushi, die Kirschblüte, der Samurai, der Ninja, Kawaii und Pokémon. So, Japan hat alles. Tradition trifft auf Moderne. Toiletten sind musikspielende Hightech-Anlagen. Spirituelle Schreine stehen in hippen Stadtvierteln zwischen Hochhäusern. Und die japanische Küche begeistert mit mehr als nur Sushi. Das Land der Gegensätze wirkt für uns wie eine andere Welt. Japaner sind sehr gastfreundlich und stolz auf ihre Kultur. Sie haben Verständnis für Neulinge und sind sehr höflich, wenn man sie um Hilfe bittet. Durch die Form des Landes hat Japan jegliche Klimazone. Und die berühmteste Landschaft ist wohl der Fuji-san, Japans höchster und schönster Vulkan. Den habt ihr auch auf der Postkarte gesehen. Tokio ist mit seinen fast 10 Millionen Einwohnern die pulsierende Hauptstadt und die zweiteuerste Stadt der Welt zum Leben. Shoppen, Entertainment, Kultur, Geschichte, Essen. In Tokio kannst du alles machen. Außerdem gibt es auch interessante Museen und Gärten in der Riesenmetropole. Der Tokyo Tower ist der Eiffelturm Japans und blickt über die gesamte Stadt in leuchtender roter Farbe. Für alle, die Cosplay-Mode und Animes lieben, ist Harajuku genau die richtige Adresse. Im Januar, Mai und September kann man sich auch mal stämmige Männer angucken, die sich aus einem Kreis schubsen. Die Sumo-Meisterschaften stimmen einen so richtig auf Japan ein und mit dem Mietradius kann man das Ganze auf Englisch verfolgen. So, und dann gibt es noch ein paar Fun Facts. Es wird ständig und überall geschlafen. Schlafen bei der Arbeit ist bei den Japanern übrigens auch kein Problem. Für sie zeugt es von harter Arbeit. Die machen dann diese typische Powernapping-Geschichte da, wo sie dann mal 10 Minuten schlafen am Schreibtisch und dann wieder weiterarbeiten. Ich glaube, die arbeiten bis zu 16, 18 Stunden am Tag. Das ist echt abartig. Es gibt mehr als 300 KitKat-Sorten, darunter Sojasauce, Wasabi und europäischer Käse. KitKat? Herzhaft? Weiß ich nicht. Japan hat 5,5 Millionen Automaten, an denen man alles von Getränken, Kopfhörern bis zu lebendigen Krabben kaufen kann. Ja, und noch viel mehr. Getragene Unterwäsche, Schamhaartoupees. Es ist echt eklig, teilweise. Die durchschnittliche Verspätung aller Züge pro Jahr beläuft sich auf 18 Sekunden. Aller Züge innerhalb eines Jahres. 18 Sekunden. Das schafft bei der Deutschen Bahn an einem Tag nicht mal ein Zug. Die sind schon alle drüber. Alle. Alle. In Japan gibt es mehr Haustiere als Kinder.
da war es doch, da gab es doch auch mal, dass die Japaner belohnt worden sind hier mit Geld, wenn sie Kinder in die Welt gesetzt haben, glaube ich. Da war auch mal irgendwas. Japan hat mehr als 70 Fanta-Geschmacksrichtungen. Alter. Okay, das ist krass. So, dann kommt jetzt die Seite mit den Süßigkeiten und es ist wieder ein Getränk dabei. Alles klar, okay. Wie immer, ich zeige es euch, pack's aus, lese es vor, was es zu dem Artikel gibt und dann wird es hier in die Kauleiste reingezwängt. So, wir fangen mal hier mit dem Pikachu an. Ich sag's euch gleich, ich kann es nicht lesen. Es ist japanisch. Es ist, japanisch. Also da ist irgendwie hier so Pokémon-Gedöns drauf. Und das sieht mir so aus, als wären das so kleine Schoko-Cookies. Wir gucken mal. Furuta Pokémon Sun and Moon Cookies. Pika Pika, du wirst der Allerbeste sein und sie alle schnappen. Weiche Cookies kombiniert mit süßen Pokémon, die du in deinem persönlichen Pokédex sammeln kannst. Schnapp sie dir, Schokomon. Okay. Was? Ich brauche jetzt hier hinten drauf nicht zu gucken, ob es wirklich aus Japan kommt. Ich glaube das jetzt einfach mal so. Schauen wir mal. Also, das sind jetzt alles einzeln verpackte. Okay. Hier sind auch nochmal kleine Pokémons drauf auf den einzelnen verpackten Dingern. Die verpacken ihre Cookies alle nochmal einzeln. Okay, ich krieg die Packung nicht auf. So, jetzt. Schaut mal. Sieht schon lecker aus und es riecht auch lecker nach Kakao. So sieht er aus. Relativ, mit relativ meine ich, passt in den Mund. Mmh. Oh, sind die geil. Mmh. Die muss ich von meiner Frau verstecken. Mmh. Mmh. So wie ich es liebe. Cookies müssen weich sein. Der eine oder andere wird so Cookies kennen, wahrscheinlich von Subway. Das sind ja auch so große Cookies, weich. Lecker. Du beißt rein, du hast direkt Schokolade, Kakao im Mund. Ganz weich, cremig, lecker. Einfach nur lecker. Da sind kleine Schokostückchen drin. Also wirklich, ma. Erster Artikel schon direkt. Yeah. So. Wir machen weiter. Ich würde sagen, wir machen mal das Getränk auf, dann kann ich nämlich zwischendurch auch immer mal was trinken. So, wir haben hier eine Coca-Cola Orange Vanilla. Geschmack mal 3. Erfrischender Coke-Geschmack, gefolgt von leichter Vanille, die den Orange-Booster mitbringt. Wie ein prickelndes Fruchteis. So schaut's aus. Bin jetzt nicht so der Cola-Trinker. Ich habe hier lieber meinen Effekt, aber das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Pum. Riecht krass nach Orange. Okay, wir testen. Cola. Ganz leicht Orange. Ja, der Cookie stört gerade noch ein bisschen, glaube ich. Ich habe die Schokolade noch im Mund. Aber da ist auch Vanille mit drin. Echt, die ist lecker. Die muss ich auf jeden Fall meiner Frau aufheben. Die liebt sowas. Oh ja. Vanille, lecker. Also, die ist echt gut. Normalerweise mag ich so diese Cola Fanta mit zig noch Geschmäckern dabei, wie diese Cherry Coke oder so. Das ist mir alles zu chemisch. Aber die ist nicht schlecht. So. Oh, super. Wir haben hier auch ein Eis drin. Schaut mal, hier ist eine Eistüte. Da. Und zwar ist es ein Giant
Caplico Gun Gun Milk. Gut Milk, nicht schmelzende Eiswaffel mit dunkler Bubble-Schokolade innen und weißer Außen, die erst im Mund zergeht. Unschmelzbare Eissensation. Okay, es ist ein Fake-Eis. Und wie kriege ich das Fake-Eis auf? Hier. Also ich finde es ja schon lustig, schaut doch mal. Das ist bei den Asiaten, finde ich das immer Weltklasse. Wie bunt. Guck doch mal. Überall mit irgendwelchen Figürchen drauf und so. Und jetzt muss ich das hier einreißen. Schaut mal, da sind so Einreißdinger hier dran. Je nachdem, wie weit ich es aufmachen will, wahrscheinlich. Oh Gott, hoffentlich. Hat ja toll funktioniert. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, jetzt machen wir es halt so auf. Ich versuche das jetzt mal rauszuholen. Ja, okay. Ein Stück Waffel unten ist zerbröselt. So sieht's aus. Sieht aus wie so ein kleines Cornetto. Witzig. Nur ohne Schokostreusel oben drauf. So, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Das ist weiße Luftschokolade. Sorry, ich muss jetzt mal ein größeres Stück abbeißen, sonst. Und Kuchen fallen lassen. Spuck. Ja, krümel mir ja alles voll, alles gut. Und da drin ist ein Schokokern. Ich glaube, der zieht sich auch dann bis runter durch. Ich packe das jetzt mal wieder weg. Boah, weiße Schokolade. Okay. Das ist ein Gag. Achso, hier sieht man nochmal das Bild. So schaut es aus, innen drin. Da muss ich jetzt allerdings sagen, gut, weiße Schokolade ist ja eigentlich auch gar keine Schokolade. Es ist eigentlich nur Fett. Ist auch nicht meins. Es ist mal ein Gag, so eine Eiswaffel ohne Eis. Ja, alles gut. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ist gut, alles super. So, das nächste, wo ich wieder nicht weiß. Das ist wieder was zum Basteln. Ich hab's, die Japaner, die Asiaten machen das immer. Die haben immer irgendwelche Sachen zum Basteln. Hier gibt es jetzt anscheinend Schlange. Schlange am Stiel. Mit Cola Chewing Candy. So schaut's aus. Und ihr seht schon unten die Bilder. Da muss man dann irgendwelche Soße drüber machen und dann mit so einem Piekser und ja, wir schauen. Chorus Dengeki Hunter Soft Cola Candy. Do-it-yourself Candy. Weiche Cola-Schnüre mit zu warme Soße als Topping prickelt. Okay, wir probieren es aus. Ja, ich krieg's leider nicht so schön aufgerissen. Also, hier ist ein Stück Elefantenrüssel. Hier ist ein Stück Elefantenrüssel drin. Ja, von irgendeinem armen Baby-Elefanten einfach abgeschnitten. Finde ich jetzt nicht okay, sowas. Dann haben wir, also, Moment, erst machen wir so eine Schale, ja? So, in die Schale kommt diese Flüssigkeit. Das ist so ein Gelee. Soll ich das wirklich aufmachen? Hier pappt schon. So, wir machen das jetzt mal auf. Boah, Alter. Boah, das ist nur klebrig. So, um diesen Rüssel zu zerschneiden, gibt es ein kleines Messer. Und jetzt schaut mal genau. Die Schneide ist auf der falschen Seite. Seht ihr das? Ich versuche mal gerade was.
konnte es kurz sehen, oder? Damit schneidet man sich ein Stück Rüssel ab. Ein Stück Rüssel. Ich schneide jetzt mal ein Stück Rüssel ab. So. Ein kleines Stück Rüssel. Kann es sein, dass das Knete ist und ich esse es jetzt gleich? So, jetzt habe ich mir ein Stück Rüssel abgeschnitten. Und jetzt gibt es hier so einen Pieker. Damit pieke ich jetzt den Rüssel auf. So. Und dann tunke ich das jetzt hier in diese Klippermasse. Und jetzt wird mein Zahnarzt sich gleich freuen, wenn ich das in den Mund stecke. So. So. Ich traue mich nicht. Konsistenz. Kennt ihr diese Einmachgummis, diese dicken roten? So. Geschmack. Richtig lecker. Ein bisschen säuerlich. Also wie so ein saures Kaubonbon. Und wohl auch noch verstärkt durch diese rote Paste oder rote Gelee. Die ist auch nochmal säuerlich. Fruchtig, säuerlich. Und dafür, was ich jetzt hier gerade gegessen habe, verhältnismäßig wenig chemisch. Also wirklich nicht unlecker. Also ganz und gar nicht unlecker. Das werde ich nur nachher noch fertig essen müssen. Weil das kann man ja so nirgendwo hinstellen. Das ist ja, das hat mich beim letzten Mal sowas zum Basteln dabei war schon genervt. Moment. Deswegen wird es hier wahrscheinlich auch nicht lange halten. So, vorgelesen haben wir es, oder? Ja. Gut, dann sind wir damit auch durch. Als nächstes, was haben wir hier? Das sieht mir aus wie... Das sind Corn Pottage. Das sieht aus wie so ja, Kartoffelchips. Und ich fürchte wieder mit Käse. Wir gucken. Jetzt muss ich muss die Bilder vergleichen. Was es sein könnte, ich glaube das hier. Ja. Riska Corn Pottage Snack, luftig oder knusprig? Herzhafte Maisflips, die wie eine cremige Maissuppe schmecken. Maissuppe als große Puffer. Okay, das ist eine Maissuppe. Ich habe gedacht, das wäre Käse auf dem Bild hier oben, aber das soll eine Maissuppe sein. Gut, wir testen. Flips esse ich gern. Die riechen lecker, aber boah, die riechen richtig lecker nach Mais. So schauen sie aus. Die sind, glaube ich, innen hohl. Nee, sind sie nicht. Boah. Okay. Kennt ihr hier aber auch? Boah, aber nicht, also von der Konsistenz sind sie wie die Käsebällchen hier. Die man in großen Tüten kaufen kann. Ekelhaft. Aber vom Geschmack her so krass nach Mais. Und die sind nicht unlecker. Die sind richtig gut. Ich muss nochmal einen essen, die sind echt lecker. Im ersten Moment, wo man drauf beißt, super süß und dann kommt so langsam der Maisgeschmack. Die sind echt lecker. Uhlala. Noch was zum Verstecken. So. Gut. Was Maisiges. Jetzt greifen wir zum nächsten. Was haben wir hier? Was Kleines. Hier ist ein Has und ein Eichhörnchen drauf. Haben die irgendwas zu sagen? Kennt die wer? Ist das irgendein Anime, Pokémon, Digimon,
Monchichi, ich habe keine Ahnung. Hinten steht drauf Kupi Ramune. Schaut mal. Kupi Ramune. Damals auch schon. Kakudai Kupi Ramune. Die prickelnde Auswahl an Orange, Erdbeer und Zitronengeschmack ist für jeden etwas pudersüß und geschmacklich wie ein traditionelles Ramune-Soda. Okay, Ramune scheint ein Getränk zu sein. Und das sind so Traubenzucker Trajets, sag ich jetzt mal. Ich nehme mir mal einen. Hier, das sind so kleine Antibabypillen. Ja, Traubenzucker. Welche Geschmacksrichtung sollen das sein? Eingeschlafene Füße? Orange, Erdbeere, Zitrone. Dann war das eine ganz chemische Erdbeere, glaube ich, gerade. Oh. Okay, das hier ist Chemie pur. Aber so richtig Chemie pur. Gute andere Krempel auch, aber hier schmeckt es auch. Oh. Nee, die sind nicht lecker. Bitte gleich das nächste. So, was haben wir hier? Hier haben wir Morokoshi Iwa oder so. Taro. Das ist auch wieder Mais, glaube ich. Warte. Ich muss die Bilder wieder vergleichen. Da. Ninjapo Morokoshi Wataro. Mais. Japanische Cheetos mit herzhaftem Gewürzgeschmack. Soft und doch irgendwie knusprig. Okay, also so ähnlich wie die anderen Mais-Dinger. Wir gucken. Habe ich das schon in die Kamera gehalten jetzt? Nö, ne? So. Dem einen fehlt halt jetzt hier der Hut. So sehen sie aus. Und so schmecken sie. Mhm. Konsistenz bei den anderen war besser. Die sind sehr wie soll ich mich ausdrücken, sandig. Also die sind so ganz fein gepresst und haben wie so eine Art sandigen Geschmack. Konsistenz, nicht Geschmack. Vom Geschmack her schmecken sie nach Mais, aber längst nicht so intensiv wie die anderen. Die sind eher geschmacksneutral. Ja, also macht vielleicht den Magen voll, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, oh, die muss ich unbedingt nochmal kaufen. Kann ich eh nicht, aber wenn es sie hier gäbe, meine ich, unbedingt nochmal kaufen, die sind super lecker, nö. Die sind eher... Wenn die jetzt nicht gelb wären, würde ich sagen, das sind wie so kleine Toilettenrollen. Also das, wo das Klopapier drauf gerollt ist. Diese Pappdings in der Mitte, Papprolle. Und von wegen gewürzig oder würzig mit herzhaftem Gewürzgeschmack, nö. Die sind relativ geschmacksneutral. Schade. Gut, aber hier ist auch die Konsistenz nicht so meins. So. Das nächste. Hier ist jemand drauf, den ich kenne. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Und da ist eine Erdbeere drauf und das sind kleine Kekse. Das erkenne ich auch. Mit einer Füllung drin. Und hier ist Buzz Lightyear drauf. Schaut mal. Aber wie sie heißen, kann ich euch nicht sagen. Hier hinten ist anscheinend noch irgendein Spiel oder irgendwas drauf. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas zum Ausschneiden, Sammelkarten. Ich kann kein Japanisch. So, wir gucken. Wo ist es?
Das ist hier nicht mit drauf. Das ist irgendein Entweder-Oder. Nee, das ist hier nicht mit drauf. Hier ist eine ähnliche. Ja, okay. Das ist der Ersatz. Das ist wahrscheinlich das gleiche. Ja, nur mit einer. Ja, hier sind hier, also hier ist das Bild drauf. Da wären jetzt die ganzen Prinzessinnen drauf gewesen. Da ist die Minimaus auf der Packung. Und auf den Keksen wären Prinzessinnen, glaube ich, oder so. Irgendwas von Disney. Die ganzen Dinger, also die Dinger hier heißen Morinaga Pakun Cho Mini. In dem Falle nicht Mini, sondern wahrscheinlich Buzz oder Buzz Lightyear. Süß wie Minimaus, knusprige Cookiebälle gefüllt mit Erdbeercreme in lustigen Disney-Gesichtern. Was? In lustigen Disney-Gesichtern. Knusper Spaß, perfekt für jeden Disney-Abend. Also gut, es ist dasselbe, nur halt mit der Mini. Das kaufen die Mädchen und das kaufen die Jungs. So, und wir machen es jetzt erstmal auf und gucken erstmal, was da drin ist. Nochmal eine Tüte, das habe ich mir schon gedacht. Ja, da drin ist irgendwie eine Bastelanleitung für irgendwas. Das interessiert mich ja jetzt. Da muss ich leider mal ganz kurz dazwischen kreten. Ich liebe sowas. Ich habe das auch früher schon immer geliebt. Bei den Cornflakes-Packungen, wenn da irgendwas drin war. Da habe ich nämlich die Packung zerrissen. Und meine Mutter hat dann geschimpft. Aber ich wollte auch wissen, was. Da waren manchmal so Ausmalbilder oder irgendwelche Puzzle oder so kleine Intelligenzspiele, so Labyrinthe zum Malen und so. Und hier ist auch irgendwas drin. Und zwar lauter lustige kleine Runde. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Egal. So, jetzt habe ich auch wieder die Packung zerrissen. Aber ich fürchte, wenn die schmecken, wird die Packung eh nicht lange halten. So. Also hier ist nochmal so eine Tüte. Habe ich ja schon gesagt. Da steht auch Toy Story drauf gerade. Halt, so rum. Da steht es drauf. Wenn es nicht spiegeln würde, da oben könnt ihr es lesen. Hier an meinem Ringfinger. Da, Toy Story. So. Jetzt gucken wir doch mal. Wir haben hier ein Bauklotz mit B. B wie Bumsebiene. Und da drin ist eine Creme, die nach Erdbeer schmecken soll. Was sie auch tut. War gar nicht schlecht. Also so eine Sahnecreme ist das. So, hier haben wir. Wer oder was bist du denn? So rum sieht es aus wie so ein Alien-Professor, so ein Zombie-Professor. Und so rum könnte es eine Eule sein. Ich habe keine Ahnung. Also rum das ist ein Keks. Die kennt ihr auch. Ich komme jetzt noch nicht auf den Namen. Diese Koala-Bären. In diesen achteckigen Packungen. Koalas heißen die, glaube ich. So, diese Konsistenz. Und auch innen drin das so. Die gibt es, glaube ich, auch mit Erdbeergeschmack. Ja, so kann man die vergleichen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, ja. Also nicht unlecker, mal so als Hubs zwischendurch. Okay. So, dann haben wir hier was mit dieser Katze. Ist das Hello Kitty? Ist das Hello Kitty? Ich weiß es nicht. Ja, es ist Hello Kitty, ich sehe es gerade. Senyaku Hello Kitty Hard Candy. Japan oder ohne Hello Kitty geht nicht. Buntfruchtige Trajets mit Pfirsich, Ramun oder Zitronengeschmack. Hello Kitty einfach süß. Ramunengeschmack. Ich muss jetzt mal gerade, wir machen jetzt mal hier was.
was ich sonst nicht mache. Ich ziehe mir das mal gerade hier rüber. Ich muss jetzt mal was googeln. Was ist denn Ramune? Ramune richtig öffnen. Ramune Wikipedia, hier. Ist ein japanisches kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Es wurde erstmals 1876 von Alexander Cameron Sim in Kobe hergestellt. Geschmacklich erinnert es sehr an einer Limonade. Das Wort Ramune leitet sich phonetisch von dem englischen Wort Lemonade ab. Lemonade, Ramune. Ramune. Okay. Okay, also, es ist eine Limonade wohl in Japan. Alles klar. Da wissen wir schon mal wieder ein bisschen mehr. So. Und Open ist hier unten. Also, Open ist. Open, halt, Open ist hier unten. Nicht, dass ihr mich für dumm verkauft, ja? Ja. Auch nochmal alles extra eingepackt. Mit einer kleinen Hello Kitty drauf, die einen Fächer in der Hand hält. Süß. Süß. So, jetzt gucken wir mal. Ja, die muss man nochmal einzeln einpacken. Die kleben ohne Ende. Ich habe jetzt schon Spaß. So eine kleine Blüte oder was? Nach was sollen die schmecken? Pfirsich, Ramune oder Zitrone? Also ich denke mal, ich habe hier so einen Ramune erwischt, weil er ist rosa, Pfirsich, Zitrone. Oh, super. Jetzt habe ich oben festgehalten, jetzt sind sie alle rausgefallen. Ganz geil. Geile Nummer. Oh. Oh, die sind aber böse lecker. Sind Lutschbonbons. Keine Kaubonbons, das sind Lutschbonbons. Und die sind richtig lecker. Die sind, kennt ihr noch diese Himbeeren? Diese dicken, harten Himbeeren. So, in dem, also von der Konsistenz auf jeden Fall, richtig so Lutscherbonbons. Die sind gut. Die sind richtig gut, aber ich lege mir das jetzt mal an die Seite und lutsche es nachher fertig, weil sonst, bis ich das jetzt fertig gelutscht habe, überziehen wir wieder. Wir haben jetzt schon viel zu lange gebraucht. Wir haben immer noch Artikel. So, das lege ich mir mal hier an die Seite und lutsche es nachher fertig. So, wir haben noch zwei Sachen drin und zwar, jetzt muss ich gucken, welches ist. Das ist das hier. Umaibo Sarami. Sweet Salami. Wer hätte gedacht, dass etwas aus Mais so sehr nach Fleisch schmecken kann? Beefy Geschmack im Flips-Format. Das ist doch was für unsere Veganer, oder? Frag für einen Freund. Ja, das... Alter, das ist richtig weich. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Zeige euch die andere Packung, sieht genauso aus. Das ist auch wieder hier so ein Flips-Gedöns. Es ist nicht unlecker. Und ja, es schmeckt nach Salami. Es schmeckt wie eine Beefy. Japaner. Allein in der Klatsche. So, jetzt ist hier alles vollgekrümmelt von dem Kack-Mais-Zeug hier. So, ich halte euch das andere nochmal in die Kamera. Sieht genauso aus, nur in Orange. Genau selbe Kerl drauf. So. Was ist das? Umaibo Käse. Sweet Cheeses. Käsiger Cheddar-Geschmack in Form eines extra großen Cheetos. Käseattacke für die Hosentasche. Ich packe das jetzt nicht aus. Es ist dasselbe wie das Salami-Ding, nur mit Käsegeschmack. Und ihr wisst, wie ich und Käsegeschmack aufeinander reagieren. Bäh.
Deswegen lasse ich das zu. Das darf sich dann gerne meine Frau gönnen. Weil ich esse es eh nicht so gerne. Und ich will jetzt hier nicht noch mehr voll krümeln. Und vor allen Dingen, ich muss sie auch irgendwo hinlegen dann. Weil ganz esse ich das jetzt eh nicht. So, das war's. Das war die Japan-Box. Hier sind nochmal die ganzen Inhaltsstoffe. Zwei Seiten lang. Oh, halt, stopp. Ich muss heute gnadenlos überziehen. Das Video wird länger heute. Hier ist ja noch mehr. Hier gibt es ein Rezept für Mochis. Das sind süße Bällchen aus Klebreis, Mehl und Zucker. Werden zum Neujahrsfest gegessen. Ist hier noch mit hinten drin. Und dann gibt es hier einen Crashkurs Japanisch. Guten Tag heißt Konnichiwa. Danke heißt Arigato. Kirsche ist, wer hätte es gedacht, Cherie. Ja, nein heißt Hai und I. Sonnenbrand heißt Hiyake oder Hiyake, Hiyake, keine Ahnung. Essen heißt Tabe Mono. Der Supermarkt ist super. Ich zeige es euch gleich. Und Funkeln heißt Pika Pika. Gut, das kennen wir ja hier vom Pokémon. Aber kein Witz. Da. Supermarkt. Super. Weltklasse. So, das war's jetzt aber wirklich. Wenn euch die Box gefallen hat und ihr auch Interesse habt an so einer Box, dann schaut doch mal unten in meine Videobeschreibung. Da habe ich einen Link zu Vernasche die Welt. Und da könnt ihr draufklicken und könnt euch das Ganze mal anschauen. Und dann natürlich auch kaufen bzw. abonnieren. Gibt es aber auch als Einzelboxen, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Wenn es euch bei mir hier gefallen hat und es euch Spaß gemacht hat, was ist denn heute los? Mein Mund ist verklebt. Mir beim Essen zuzugucken, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und es euch hier gefallen hat, auch gerne abonnieren. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Unboxing, beim nächsten Let's Play, beim nächsten Schabernack, den ich hier auf meinem Kanal so treibe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt noch einen angenehmen Abend, macht's gut und ich sag tschö mit Ö.